Dass nach dem ersten Drittel noch kein Goal fällt, wenn Ambri spielt, ist kein grosses Wunder. Ambri spielt nämlich brutal defensiv. Nach 26 Minuten ist es dann sogar eine Offensivaktion, die zum Erfolg führt. Der Schuss vom Topscorer Maxim Noro kann den Lukas Flüeler nur nach vorne abprallen lassen. Vitaly Lachmatov, der Goalschütz. Der TSC-Goalie Lukas Flüeler, der Aris Ulander aus dem Kasten verdrängt, sieht da nur bei. 1-0 für den Gast aus der Leventina. Und Ambri legt gerade nachher. 2 Minuten später, der Martin Caria mit einem Traumpass quer durchs gegnerische Drittel auf den Maxim Noro. 2-0. Technisch sehr versiert, wie der Kanadier den Böcken auf Backhand nimmt und unter die Latte hebt. Gespielt 29 Minuten. Ambri spielt bis jetzt eine riesen Saison und auch Powerplay könnte spielen. Nach 46 Minuten schlänzt der Inti Pestoni den Böck ins Netz. Der ZSC-Verteidiger Reto Scheppi lädt da im Pestoni einfach zu viel Zeit. 3-0 für Ambri. Der Mist ist geführt. Ambri gönnt dann schlussendlich mit 3-0 und ist überraschend der Vierte. Bei den Zürcher muss man von einer Krise reden. Erst ein Sieg nach 7 Partien.